Ich möchte Sie heute mit dem SOC-Analysten auf dem Endpunkt bekannt machen. Und warum und wieso? Vielleicht ein paar einleitende Worte dazu. Dass Unternehmen und auch Privatpersonen heute dem Bösen sozusagen ausgeliefert sind und gehackt werden, ist, glaube ich, nichts Neues. Man sieht es allerorts in der Presse. Erst kürzlich wurde sogar bekannt, dass Antivirenfirmen gehackt wurden und Datenabflüsse bekannt wurden. Und in der Regel, wenn wir heute über kriminelle Aktivitäten bei Unternehmen sprechen, sind in der Regel Endpunkte oder sogenannte Endpoints involviert. Was bedeutet Endpoint an der Stelle? Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass man eine Kommunikation hat immer einen Beginn und ein Ende. Und in beiden Fällen sprechen wir letztlich dann von Endpunkten. Das können Workstations sein, das können Server sein, immer da, wo Kommunikation beginnt und terminiert sozusagen, sprechen wir über Endpoints. Und das Grundproblem, was wir heute einfach haben, ist die Tatsache, dass wir das Unbekannte beurteilen müssen. Also es ist heute nicht mehr so, dass es irgendwo einen Riesenschlag gibt, alle rennen hin, analysieren ja, sozusagen die Tatsachen dort und bauen dann letztlich einen Schutzmechanismus auf, eine Signatur oder dergleichen. Wir haben heute mit Hunderttausenden neuer krimineller Aktivitäten pro Tag zu tun, was letztlich dazu führt, dass wir heute keine Datei von Kriminellen auf unseren Systemen vorhalten können, sondern im Prinzip in der Lage sein müssen, wenn jemand den Raum betritt, den wir noch nie gesehen haben, wenn jemand unsere Systeme betritt, den wir noch nie gesehen haben, sprich ein File oder was auch immer, müssen wir in der Lage sein, in Millisekunden zu entscheiden, gut oder böse. Und das ist das Grundproblem, und es gibt verschiedene technologische Ansätze, der Tatsache gerecht zu werden und das ganze Thema sozusagen ein Stück in den Griff zu bekommen. Und das Konzept, wofür wir stehen, ist im Prinzip, wie schon gesagt, der SOC-Analyst auf dem Endpunkt selbst. Kurz zwei Worte dazu. Wir Hersteller neigen natürlich dazu, immer mit drei Buchstaben um uns zu werfen, die am Ende keiner versteht. SOC hat man sicherlich schon mal gehört, steht für Security Operating Center und bedeutet letztlich ja, wie man sich das vorstellen kann, bei der Polizei oder auch bei der Feuerwehr ein Kommandostand, der letztlich eine Beurteilung der Situation macht, wo die Alarme reinkommen und wo uns letztlich erlaubt wird, zu analysieren, zu korrelieren und dann auch die Antwort sozusagen zu definieren. Ja, und genau das passiert in einem digitalen Sinn, auch in einem Security Operating Center, dessen Betrieb mitunter auch relativ aufwendig ist. Man braucht die entsprechenden Experten. Dazu kommen wir aber noch. Jetzt stellen wir uns aber vor, wir haben einen solchen Experten auf jedem System sitzen, auf jedem Server, auf jeder Workstation, wie auch immer. Und dort sitzt so ein kleines digitales Menschen tief unten im Kern des Systems und betrachtet jedweden Betriebssystem und Softwareprozess. Er betrachtet den, er analysiert den, er korreliert den, baut den quasi zu einer Story zusammen, um letztlich genau zu verstehen, was letztlich passiert und was passieren wird, und ist basierend auf dieser Beurteilung, die aufgrund der Faktenlage dort geschehen wird, in der Lage, auch eine automatische Antwort abzuleiten. Und wie macht er das? Auf der einen Seite kann er im Prinzip Attribute beurteilen ja, definieren und analysieren, sprich, also was hat jemand an, wie schaut ein File in dem Fall aus, und wie stellt sich die Situation dar, bevor etwas ausgeführt wurde, also bevor jemand etwas tut. Und dann, und das ist ganz entscheidend, eben auch, wenn uns die Attribute des Files oder desjenigen, der unser Unternehmen betreten möchte, nicht ausreichen, um eine Beurteilung zu treffen, dann schauen wir uns an, final, was tut er? Und genau das ist ja auch das, was ich eigentlich in einem Security Operating Center tue. Ich schaue mir genau an, was in meinem Unternehmen passiert. Und in dem Moment, in dem ich einen Indikator dafür entdecke, dass ich vielleicht kompromittiert wurde, Stichwort Indicator of Compromise, dann möchte ich gerne darauf doppelklicken sozusagen und verstehen, den kompletten Kontext verstehen und verstehen, wie die komplette Geschichte begonnen hat und wie sie möglicherweise aufhört. Und genau das tun wir in einem digitalen Sinne,
ganz tief im Kern des Systems mit unserem kleinen digitalen SOC-Analysten, der quasi basierend auf künstlicher Intelligenz in der Lage ist, letztlich, wie schon gesagt, die Dinge zu analysieren, zu korrelieren, zu beurteilen und davon eine automatische Reaktion abzuleiten und entscheiden kann, ist gut, ist böse. Das Ganze in Echtzeit auf dem System. Und an der Stelle verschwimmen eben genau auch die Grenzen zwischen Endpoint-Schutz, Endpoint-Protection und Detection und Response. Und was es mit dem Thema Endpoint-Detection und Response als Ergänzung zum Schutz und als Erweiterung bzw. als Übergang auf sich hat, das besprechen wir in einem separaten Video. Vielen Dank.